Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Familius GmbH, der Kollisionsspezialist. Und das ist Teil 2 von dem Hagelschaden-Video vom Model 3. Genau, ihr habt ja schon eine ganze Menge gesehen. Jetzt seht ihr, wie es weitergeht. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Seht zu! Ja, der Sven von Den Wissart, der hat das so gut ausgebeult, dass wir fast gar nicht spachteln brauchen. Das könnt ihr hier an der Haube sehen. Da haben wir zwei Steinschläge nur zugekratzt. Denn die brauchen wir weder grundieren noch füllern, gar nichts. Da kommt nur Farbe drauf und dann passt das. Und ein paar Durchschliffstellen, aber ja, deswegen haben wir dem Sven das machen lassen. Weil wir natürlich möglichst wenig spachteln wollen. Deswegen beulen wir die Autos ja auch immer so gut wie es geht aus. Das könnt ihr auch hier an dem Heckdeckel sehen. Den haben wir nur unterhalb ein bisschen grundiert. Da waren zwei, drei Stellen, habt ihr ja vorhin gesehen. Und so ist er jetzt lackierfertig. Innen drin ist er abgeklebt, damit da keine Farbe reinkommt. Zeige ich euch. Komplett zugeklebt und jetzt haben wir den Dachholm noch. Auch den hat er so gut gezogen, dass da nichts von zu sehen ist. Hier haben wir noch den Blinker und die Kamera drin, das muss noch ausgebaut werden. Genau, andere Seite hat er auch den Holm und die eine Tür. Ja, hier der Stefan klebt jetzt auch die Haube von innen ab, ist genau wie die Heckklappe, damit die nicht mit Farbe eingesaut wird von innen. Also richtig Pullover an, zeig mal. Sicher. Jawohl. Alle müssen schon wieder auf mich warten, weil ich nicht fertig bin. Ja, ein paar Arbeitsschritte fehlen hier jetzt, weil zwischendurch tun wir auch mal arbeiten. Das Auto ist jetzt abgeklebt worden, gereinigt worden und in die Kabine geschoben worden. Und Micha, unser Star-Lackierer, da ist er, wird jetzt das Auto lackieren und wir dürfen dabei sein, damit die Finish-Leute sich wieder freuen, damit wir mehr Dreck drauf haben und polieren müssen. Aber sonst könnt ihr das ja nicht sehen. Viel Spaß beim Gucken. Das sind übrigens immer Sachen, die die Lackierer hassen. Wie die Pest, wenn der Schlauch festhängt. Kann ich mich noch an ganz, ganz früher erinnern. Das sieht nämlich immer so aus, wenn der Schadenwerk da in der Kabine mit rumhüpft. Deswegen ist das Auto so voller Schmutz. Und die Jungs müssen so viel polieren.
Hey ho! Ja, Lackierarbeiten sind fertig. Das Auto ist zusammengebaut. Alles sieht wieder schick aus. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, der Kunde hat noch sich eine Keramikbeschichtung gewünscht. Die soll er natürlich kriegen. Und wie wir die ausführen und was wir da so machen, das zeigen wir euch jetzt. Bei diesem Auto habt ihr nun wirklich alles mitbekommen, wie man so eine Reparatur durchführt. Ein klassischer Hagelschaden mit vorgedrückt, wird lackiert, gemacht und getan, auseinandergebaut, zusammengebaut. Es wird poliert, weil der Kunde gerne noch eine Keramikbeschichtung haben möchte. Alle Arbeiten habt ihr gesehen. Diese Arbeiten haben allerdings auch über 2 Wochen gedauert, weil das schon sehr umfangreich war. Den Versicherungsschaden rechnen wir direkt mit der Versicherung ab. Wenn auch ihr sowas mal habt und möchtet, dann sagt uns einfach Bescheid. Ihr unterschreibt bei uns eine Abtrittserklärung und habt den ganzen Papierkram im Grunde genommen von der Hacken. Das Einzige, was ihr noch machen müsst, die Selbstbeteiligung bezahlen. Und vielleicht wusstet ihr das gar nicht. Bei Versicherungsschäden bekommt ihr einen Leihwagen kostenlos von uns. Der kostet nichts. Genau. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wie immer. Ich wünsche euch ganz viel Gesundheit. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Bleibt gesund, kommt gut ins neue Jahr, wollte ich gerade sagen. Wenn du das Video im Sommer guckst, ist das natürlich total dämlich. Heute ist der 23.12.2020. Darum kommt gut ins neue Jahr. Wenn du das Video im Sommer guckst, okay, dann hör drüber weg. Ja, nochmal bezüglich des Abos. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich möchte, dass mein Kanal wächst. Ich möchte so groß werden wie der Ofe, so groß werden wie der Car-Maniac. Naja, JP Performance, so groß werden wir es nicht schaffen. Aber ihr seid eine tolle Community. An dieser Stelle wollte ich das auf jeden Fall euch nochmal mitgeben. Ganz toll. Eure Kommentare, eure E-Mails, die ich bekomme. Alles, was ihr über uns, über mich schreibt, ich möchte mich ganz recht herzlich dafür bedanken und auch bei meinem Team natürlich. Liebes Jurist-Team, vielen, vielen Dank, dass ihr das möglich macht, dass die Kunden so begeistert immer sind. Ich bin nur ein kleines Rad in dem großen Getriebe. Bis dahin, seht zu, ciao!